Willkommen zurück, Freunde der Videospielunterhaltung, hier bei Cannon Fodder Folge 3. In der letzten Folge haben wir einen katastrophalen Verlust hingelegt, dass natürlich in dieser Folge Elroy, Softy und Mac wieder bereinigen werden auf elegante Weise. Guckt euch das mal an. Da butterweich ins Tor und getroffen. Woo! Das war eine steile Vorlage für einen Sieg, eindeutig. Ich sehe schon jetzt. Oh. Er hatte keine Chance. So, das Ding kommt weg. Das brauchen wir hier nicht. Es hat keine Baugenehmigung. Es wird abgerissen. Okay, wir sondieren das hier alles mal. Wunderbärchen. Die Karte sieht folgendermaßen aus. Wir haben bereits das Haus und diese beiden auf der rechten Seite eliminiert. Wir kämpfen uns nun durch zu den beiden dort unten. Wir finden dort, wie wir aus Folge 2 wissen, Raketen und müssen dann zu dem Haus auf der linken Seite gelangen. Okay. Das kriegen wir sicher auf irgendeine Weise hin. Ich glaube sehr an uns. Süderle, da gucken wir mal da. Wir haben übrigens Eismechanik, ne? Die glitschen ja ein bisschen rum, die Leute. Ist voll lustig. Also nicht für uns unbedingt, aber... Ja, nicht für die unbedingt, aber für uns. Wir sehen das ja nicht mal nicht. Und du kommst weg. Und dann durch konstanten Beschuss halten diese Gegner davon ab, zu uns zu kommen. Dann gehen wir wieder hoch. Wir möchten nämlich diesmal dafür sorgen, dass wir... Yes! Das Ding davon nicht können. Und wir machen das gleiche wie in der letzten Folge. Wir teilen uns nun auf. So, wir gehen dahin, wo wir uns gut verteidigen können. Linie bilden. Elroy. Aufteilen. Wird mehr. Naja. Die beiden. Aufteilen. Kommt. Gut. Softy, du klingst zwar so, aber du bist ganz anders, ich weiß. Wir gehen langsam voran und betrachten die Lage. Denn ich weiß, dass da unten ein Bazooka-Hansel sitzt und der Bazooka-Hansel bekommt jetzt überraschenderweise Besuch. Gut. Er schläft nun. Da oben war noch einer auf dem Eis und den wollen wir auch ausschalten. Am besten aus einer Schussposition, mein Freund. Da. Hahaha. Weg bist auch du. So, eine Rakete haben wir noch. Die könnten wir gut gebrauchen an anderer Stelle. Aber wir brauchen mehr Raketen auf einmal. Deswegen schicken wir jetzt Elroy los. Ja, eine überraschende Wendung. Wir wechseln einen neuen Spieler ein. Es ist Elroy aus der Gruppe Adler. Elroy, es ist dein Tag. Machen wir das von oben? Nein, wir schleichen uns wieder übers Wasser, wie letztes Mal. Ihr beiden jetzt weg seid. Können wir da jetzt rübergehen? Machen das so, indem wir den wegschießen. Feuerbahn, auf geht's. Wird gefährlich. Wir halten schon die Feuertaste gedrückt und... Hahaha. Damit rechnete er nicht. Wen wollt ihr eigentlich beeindrucken, hä? Mich? Unwahrscheinlich. Weiter geht's. Tja, schade für dich. Wir haben nur noch Mac. Mac, deinen Tag zu glänzen. Heute ist dein Tag. Wir haben das Haus, glaube ich, diesmal sogar zerstört. Das war letztes Mal der große Fehler. Ich habe nicht darauf geachtet, dass es wirklich im Eimer ist. Ich glaube es auch jetzt im Moment nur. Aber ich bin zuversichtlich, dass das funktionierte. Denn warum auch nicht? Ey, es war Elroy. Hä? Genau. Was soll denn da bitte schiefgegangen sein? Übrigens, Elroy ist gar nicht tot. Die Leute werden nur aus dem Spiel genommen. Das hier ist alles... Das ist alles nur ein großer Spaß. Keine Sorge. So, wir haben noch einen, für den wir eine Bazooka brauchen, ne? Der ist aber...
Es wird weggebrochen. Softy! Softy, du bist wieder angesagt. Du kommst jetzt zu deinem Kumpel da hoch. Da trefft ihr euch und dann werdet ihr eventuell sogar gemeinsam diesmal losziehen, um den Rest auszuschalten, den ihr so noch finden werdet. Doch dieses Mal braucht man noch eine Rakete. Und das ist gar kein Problem für dich. Wie ich weiß. Ja, ihr dummen Möwen. Geiersittiche, seid bitte mal still. Ihr habt euch nur getroffen, ihr vereinigt euch aber nicht. Dann kann ich nämlich die Mission abbrechen, wenn das schief geht. Und dann ist Mac beim nächsten Mal wieder mit dabei. Da. Erwischt. So geht das, Menschen. Boom. Wieder mal zerstöre alle Gebäude. Kriegen wir hin. Nein, Dach, geh weg. Okay, da oben, die Raketen werden bewacht. Wir gucken mal auf die Karte, ne? Rutsch mal nicht herum. Bleib da mal bitte. So. Ja, ich erinnere mich. Das war das Level, bei dem ich immer nie weiterkam. Ihr werdet gleich sehen, warum. Und ich bin gemein. Ich werde da eventuell einen Safe State setzen. Ja, ich habe das böse Wort gesagt. Ich setze eventuell einen Safe State. So, schnappt euch mal die Raketen. Die brauchen wir gleich noch. Dann gehen wir da mal hin. Nein, rutscht da nicht rum. Bleibt, wo ihr seid. Und schickt Stan vor. Aha! Stan ist bereits jetzt ein Held. Ihr seht ja was, ne? Und es ist Mac. Nein, ihr seht eine Rampe. Und diese Rampe besagt, dass wir eventuell irgendwas haben, um darüber zu springen. Und das könnte gefährlich werden. So, wo ist der Killer? Wir hatten es denn nur kurz. Und ist noch einer? Bomben los! Hat ihn gar nicht mal so beeindruckt, wie ich sehe. Bomben los, habe ich gesagt. Ja, genau so geht das. Jetzt habe ich nur noch Raketen. Okay, komm. Wir sind ja vollständig. Wir haben jetzt Tosh und Brains dabei. Brains geht vor. Bomber klingt schon wichtig. Bomber, du gehst auch voran. Du schmeißt da mal eine Granate. Zum Held geboren. Komm da rum. Nicht rutschen, komm da rum. Okay, okay. Wir brauchen jetzt diese Rakete. Gut. Wir wissen, dass da unten eine Hütte ist. Und wir wissen, dass da noch ein weiterer Raketenmann ist. Da ist die Hütte und das ist das Ziel. Da wollen wir eigentlich hin. Wir können das Ding besetzen. Wir können damit fahren. Ich bin da jetzt nicht so der große Freund von. Okay, Bomber. Hört ihr das auch? So, Bomber, du bist ein Top-Typ. Wart nun auf die anderen beiden. Ihr geht da jetzt hoch.
und so besorgt uns bitte mal die Raketen. So, wir haben ihn hoffentlich aufgeschreckt. Gut. Die brauchen wir jetzt nämlich. Mit denen im Petto werden wir jetzt hier rumlaufen und denen da müssen wir loslegen. Um die. Er geht dahin und schießt. Gut. Der ist weg, der ist weg, der lebt nicht mehr. Ah, wir können es ja eventuell sogar schaffen. Okay. Dann gehst du dahin. Bomber, du gehst zu deinen Leuten. Schießt die auf deine Leute, du gehst zu deinen Leuten. Und dann seid ihr gefragt. Nein, Brains. Brains, du bist super, du hast gewartet. Du lässt ja keinen Stich. Du hältst uns den Rücken frei. Von dort hinten, was machst du da? Komm doch mal rüber, bitte. Da ist noch so ein Blauer. Okay. Werfen wir mal einen vermeintlichen Blick rüber. Wir müssen eigentlich den Jeep nehmen. Den Dingens. Trau mich aber nicht so. Ich trau mich eigentlich echt nicht so. Mist. Genau, komm näher. Brains, ich mag dich vom Namen her und so, aber... Würdest du schwimmen, wenn ich dich bitte? Ich weiß, ich muss den Jeep nehmen dafür, aber ich bin... Wenn der einmal falsch aufkommt, ne? Dann ist der hin. Inklusive der Insassen. Das ist jetzt der große Grund, warum ich da nicht so möchte, wie es soll. Komm, wir versuchen's. Brains glaubt, er ist schlau. Shit. Nein! Heldenmaterial, sag ich euch. Heldenmaterial. Alter! Hab ich nicht gedacht? Ich meine, wow. Er ist der Beste. Wir lieben ihn. So. Wir haben wieder mal Leute verloren. Das ist sehr tragisch. Chris. Mach's gut. CJ. Der kann nicht kommen. Jubik. Immer vorne mit dabei gewesen. Tektor, Pete. Ja? Thatcher, ja, die gab's auch noch. Elroy. So. Es summiert sich langsam hier, ne? Bewundern unsere Helden. Klasse Typ. Weiter geht's. Bam! Habt ihr gerade gesehen, was ich mache? Ich schalte zwischen Szenen um, weil die Auflösungen des Amigas aber nicht so ganz passen. Es geht westwärts. In die Wüste. Auf geht's! Na los! Auf geht's, sag ich. So, willkommen in der Wüste. Cool. Drei Gebäude und da hinten eine Brücke. Ich bin gespannt, was uns erwartet. Ich glaube, ich kann mich erinnern, hier gewesen zu sein. Ich weiß, ich habe es ja mal gesehen, aber ich habe einfach keine Erinnerung. Wahrscheinlich, weil ich immer so blöd war und den Jeep genommen habe und dann irgendwann aufgab. Okay. Versuchen uns auch langsam anzugehen. Immer nur durchrennen ist vielleicht die falsche Idee. Ah, wenn das mal alles so klappt, wie ich möchte. Okay. Oh. Ich sehe da großes Sterbepotenzial. Warte mal, aufteilen. Ihr geht darüber. Ihr, aufteilen. Ihr geht darüber.
Ich weiß nicht, warum du das gerade gemacht hast. Ihr zwei, kommt zurück. Lass die Sache Brains erledigen. Man kann da reinfallen. Ich denke, man kann da reinfallen. Ich weiß es nicht so genau. Aber das ist, was ich denke. Okay. Brains? Aufpassen, ne? Ganz genau deswegen. Tosh, toller Typ. Los mit dir. Ja, ich passe jetzt auf. Ich bin voll der coole Typ und so. Strategie. Das ist mein zweiter Vorname. Das wollten meine Eltern so. Bist du da? Gleich im Eimer das Ding. Ein Tusch für Tosh, bitte. So, was können wir hier noch machen? Wir können ihn ja kaputt machen. Meine Güte! Ey, die meint's aber auch so hier, ne? Okay. Der Schwierigkeitsgrad zieht eventuell ein bisschen an. Leute, komm, wir machen das. Wir brauchen mehr Personal. Wir holen nochmal wen ran hier. Wir brauchen dringend. Wir brauchen unbedingt Norm und Buster dabei. Unser Obergott Softy trennt sich mal kurz ab. Zudem noch Bomber. Und Bomber zieht los. Wir müssen jetzt aufpassen hier, Leute. Wir sind einfach umzingelt. Zurück. Geschafft. So, schalt schon mal um auf deine Rakete. Und dann vorsichtig, mein Freund. Gut. Was war das denn gerade? Ich hoffe mal, dass nicht unsere Leute plötzlich Raketen abgeschossen haben hier. Softy, guck am besten mal nach. Übrigens, wir haben dich alle sehr geliebt, ne? Ich möchte das nur hier auch wertschätzen, das Opfer, was er gerade gebracht hat für uns. Ist ja die reinste Seuche mit euch diesmal. Okay. Norm, Buster, ihr seid die Besten. Ich habe übrigens vor der letzten Folge ein Safe State gemacht. Das heißt, ich kann eventuell Tote wieder beleben, wenn es zu schief gehen sollte. Komm. Hat keinen Sinn. Wir haben nichts mehr zum Beheizen hier. Der große Canyon. Ja. Buster, Spike, Brownie und Murphy. Wartet mal. Können wir? Auch eine Art, das Haus kaputt zu machen, ne? Von der Sache her. Spike und Brownie. Teilt euch auf. Buster. Murphy, komm. Eine Granate brauchst du nur, um das Haus kaputt zu machen. Das kriegst du weg. Ich meine, was wollen die dir denn? Guck mal. Da. Einer nach dem anderen fliegt nur so davon. Ich habe noch keine Chance gegen dich. Ja. Murphy, war schön mit dir. Basta. Du bist am Start. Er schreit noch so rum. Oh nein. Nein, Murphy. Ach, war ein Feind. Dann, oh, Arsch. So, der Einzige, der uns jetzt noch gefährlich werden kann, ist der Raketenhansel da unten, ne? Der Rest ist mehr oder weniger Kanonenfutter. Das ist das Spiel, genau.
Ja! Geschafft! Alter, der Mann hat Raketen. Buster ist der Beste, eventuell. Er muss nur so lange genug überleben. Wir, haben jetzt vielleicht ein Problem. Spike und Brownie, kommt mal ran. Ich möchte mit euch reden. Ihr kommt jetzt mal darüber. Und dann, geht ihr bitte vorsichtig und einzeln über diese Brücke. Am besten pixelgenau. Nicht deine Freunde erschießen? Das sieht man heutzutage nicht mehr so gerne. Und Brownie, auch dich möchten wir in der nächsten Folge vielleicht noch dabei haben. Yes. Gut. Und da du schon mal am Start bist, schick Spike los. Spike, du machst das jetzt. Du regelst. Komm. Da ist eine Menge Zeug, aber ich glaube, das ist einfach nur eine Falle, ne? Das brauchen wir nicht. Zurück. So. Basta, mein Freund. Hast du Granaten? Mit Brownie, wir brauchen deine Rakete. Da war noch ein Raketen-August. Den muss ich sehen und beschießen. Aha. Ich höre nur die Grillen zirpen und einsame Schüsse. Was denn du da? Ja! Bastard, ohne es kurz Bescheid zu sagen. Alles gerettet. Das ist super. Trigger happy. In der nächsten Folge geht es weiter. War nicht klasse? Ja, ist es. Go for it. In der nächsten Folge. Ciao, ciao. Bis dann.